Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Pegelstände der Flüsse in Österreich, Polen und Tschechien steigen an. In Tschechien wurde an mehr als 25 Messstationen die höchste Warnstufe ausgerufen. Zehntausende Haushalte sind ohne Strom. Mobile Wände sollen Prag vor dem Flutwasser der Moldau schützen. Im ebenfalls betroffenen Rumänien starben infolge schwerer Überschwemmungen 5 Menschen. Abrissarbeiten an eingestürzter Dresdner Carola-Brücke gehen weiter. Man komme gut voran, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Auch in der Nacht wurde ununterbrochen daran gearbeitet, die Trümmerteile zu beseitigen. Grund für den Zeitdruck ist das drohende Hochwasser der Elbe, das morgen erwartet wird. Treffen von US-Präsident Biden und dem britischen Premier Starmer in Washington. Bei den Gesprächen ging es auch um die weitere Unterstützung der Ukraine. Konkrete Entscheidungen, etwa zum Einsatz weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele im russischen Hinterland, gab es nicht. Innenministerin verteidigt Grenzkontrollen. Faeser sagte der Augsburger Allgemein, schärfere Maßnahmen auf nationaler Ebene seien notwendig, bis die europäische Asylreform greife. Durch schon laufende Kontrollen seit Oktober vergangenen Jahres seien mehr als 30.000 Menschen zurückgewiesen worden. Die Bundespolizei sieht vor allem ein Personalproblem. Internationaler Gospelkirchentag in Essen. Noch bis morgen treffen sich mehr als 200 Chöre aus 24 Ländern auf dem kirchlichen Festival. Der Höhepunkt findet in der Grugerhalle statt. Dabei treffen sich mehrere tausend Sängerinnen und Sänger zu einem Massenchor singen. Das Wetter, heute im Südosten weitere, zum Teil ergiebige Regenfälle, an den Alpen in höheren Lagen Schnee. Sonst mal Sonne, mal Wolken und meist trocken. Im Norden gebietsweise länger sonnig, 4 bis 18 Grad.